wisst ihr was, Leute, wenn der Bug so sehr auf Zoll besteht. Ja, bitte. So. Hier hast du deinen Zoll. Okay, jetzt gucken wir mal, was wir für den Bogen brauchen. So, hier ist er. Wir brauchen Äste, verstecktes Leder und Seide. Okay. Die Seide mache ich aus Spinnfäden, glaube ich, automatisch, wenn ich mich nicht ganz täusche. Spinnfäden brauchen wir dafür. Okay. Das könnte jetzt ein bisschen knapp werden, glaube ich. Außer es hat noch irgendjemand, wo... sehr gut. Hier ist noch einiges. Okay. Ah, hier sogar noch Seide. Ja, nö, das können wir ja mal alles verarbeiten. Ich glaube, das dauert eine ganze Weile. Hat zumindest Bugs gemeint, dass das relativ lange dauert. So, gut, dann hauen wir schon mal die Seite rein. So, dann brauchen wir jetzt noch Äste. Äste sind aber genügend drin. Und verstärktes Leder brauchen wir. Da müsste jetzt aber hier wirklich genügend drin sein. Hoffe ich zumindest. Ja, sehr gut, wunderbar. Das ist ja hier dieses dicke, die dicke Haut von den Krokodilen und so. Verstärktes Leder wird daraus. So. Okay, jetzt kann ich den Bogen machen. Richtig nice. Ich habe übelst Bock auf die Feuerpfeile. So, und dann gucken wir jetzt gleich nochmal wegen der Rüstung, was wir dafür brauchen. Wir brauchen Eisenbahn und Leder. Alles klar, okay. So, hier haben wir einiges an Leder. Hauen wir gleich mal alles hier rein. So, okay. Eisenbahn noch rein. Jetzt gucken wir mal hier. Das ist ja übelst teuer. Na gut, wir machen natürlich schon mal ein Tor so. Müssen wir auf jeden Fall dann nochmal Eisen besorgen gehen, Leute. Da kommen wir nicht drum herum. Haben wir hier irgendwo. Ah, hier! Oh, guck mal, Leute! Na, easy! Ja, gut, aber wir hatten auch gestern bei dieser einen Tour, also weiß ich nicht, vor 2 Folgen war das bei euch gewesen, oder vor 3 Folgen, wo wir da zu viert unterwegs waren, wir hatten da irgendwie 2.000-3.000 Eisensteine geholt oder so. Ne? Bin ich froh, dass noch ein bisschen was übrig ist. So, gut. Machen wir uns mal noch einen Helm. So, dann Beinlinge. Handschuhe. Fehlen noch irgendwie, kann das sein? Sehe ich gerade irgendwie nicht. So, und hierfür brauchen wir wahrscheinlich noch mehr Leder. Ne? Warte mal. Ich bin echt dafür, dass ich noch eine zweite Gerberei mache. Das dauert sonst echt zu lange. Ah, wir haben keine Rinde mehr, deswegen läuft das nicht. Alles klar, ich besorge mal noch ein bisschen Rinde. Das ist doch gut, Kollege. Da ist da sogar ein Freund neben dir. Ist da alles super? Ist doch alles super. So, haben wir jetzt mal nicht die Brücke genommen. Ich habe gerade kein Gammelfleisch mehr. Damit ich den Zoll bezahlen könnte. Ist denn der Bogen schon fertig? Juhu, der Bogen ist fertig, Leute. Nice. Ah, ich feiere den Bogen ja schon ein bisschen, muss ich zugeben. Sieht schon ziemlich geil aus. Da bin ich jetzt mal gespannt, wenn wir dann diese Eisenpfeile nehmen hier. Was es an Damage dann macht. Ah, alles klar. Man muss die so reinziehen, die Pfeile. Dann funktioniert das. Jetzt verstehe ich's. Okay, cool. Ich muss davor quasi schon festlegen, welche Pfeile man damit benutzen will. Man muss die gar nicht dann reinziehen oder so, sondern einfach hier dann reinziehen. So, jetzt haben wir hier die Eisenpfeile drin, wenn ich das richtig sehe. Können wir mal einen abschieben zum Test. Also das machen wir dann gleich, die wollen wir jetzt nicht verschwenden. Ah! Wunderbar, das passt doch wunderbar hier. Super, komm mal her hier. Mal sehen, wie viele Pfeile wir jetzt brauchen für das Krokodil. Moment, ich muss das trinken. Die armen Sklaven, Alter. Ich treffe nicht, oder? Also wie sich das gerade bewegt, ist es nicht leicht zu treffen. Hä? Oh! Okay. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie oft ich es getroffen habe. Das Problem ist, dadurch, dass ich gerade Videos uploade, ist die Latenz nicht so gut. Und ich glaube, da sind einige vorbeigegangen. So, die Haut nehmen wir mit. Aber, also, das war trotzdem, ne? Das ist auf jeden Fall, ist das Krokodil gestorben an den Pfeil. Das war schon ganz okay gewesen. So, ich muss mal irgendwie überschüssiges Zeug wieder wegwerfen. Das Holz mag ich hier. Nur noch.
Hatte ich nicht extra Rinde gesammelt? Habe ich die schon reingehauen? Ne, habe ich noch nicht, ne? Rinde, Rinde, Rinde. Hier ist die Rinde. Ich hatte noch mehr gesammelt eigentlich. So, okay. So, gut, dann lass mal wegen Rüstung gucken. Ach shit, wir brauchen ja noch Laser, ne? Okay, dann müssen wir das mal warten, bis das Laser fertig wird. Aber wir können ja schon mal das anziehen, was wir da haben. So, schnupp. So, wir haben jetzt hier schon mal Beilinge, Helm, Torso. Füße brauchen wir noch. Und Handschuhe brauchen wir. Handschuhe habe ich noch gar nicht geskillt. Okay. Dann müssen wir noch ein Level aufsteigen. Aber wir haben ja schon wieder einen Viertelbalken. Wenn man craftet und so, geht es ja auch ein bisschen voran. Gott sei Dank. Wen haben wir denn da? Ah, ich habe die Namen gerade ausgestellt. Na, guck mal, da hat auch schon jemand schwere Rüstung hier an. Was soll denn das? So, ich muss mal meine Rüstung hier eben anziehen. Stimmt, da war ja was. Machen wir mal eben. Schnupp. 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 Alter, wie krass sieht denn der Helm bitte aus? Nice. Richtig fett. Stylo. So gut, habe ich alles an? Nee, Stiefel habe ich noch nicht an. Die sind noch hier drin, ne? Machen wir gleich mal. Und irgendwann muss ich mir nochmal Handschuhe machen. Dann muss ich das aber erst noch skillen. Ja, da brauche ich noch den einen Punkt dafür unbedingt. So, sehr, sehr gut. Guck der, hä? Guck der. Ich glaube, das ist Bugs. Warte mal, ich gebe ihm mal seinen Zoll hier, was ich noch habe für ihn. So, hier ist noch mehr Zoll. Ja, ich habe dir noch ein bisschen Zoll hingelegt auf die Brücke. Okay Leute, wir haben uns hier alles dabei, dass wir jetzt uns einen Sklaven besorgen können. Und wir den Bogen ausprobieren können und währenddessen würde ich ein bisschen Pflanzenfassung sammeln, damit wir mal in der Lage sind, so einen roten Teppich herzustellen. So, ich schleife hier mal hier am Brückenzoll vorbei. ich würde mal gerne so einen großen Typen eben ausprobieren. Den Bogen. Das Problem ist halt nur das Treffen, ne? Das ist nicht ganz so einfach. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Wow! Okay, Leute, ich will mal meinen, das ging schnell. Ich weiß jetzt nicht, wie viel gesessen haben von dem Pfeilen. Das ging richtig schnell. Nice. Also, das scheint das Topping auf Bogen zu gehen, so. Da würde ich ja glatt noch mehr Punkte in Präzision jetzt gewinnen hier. Wir gehen jetzt einfach auf Bogenschütze. Ich werde ja trotzdem ein bisschen Nahkampf machen und so. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Machen wir mal auf 15 erstmal. So, im Anschluss werde ich jetzt erstmal wieder andere Sachen nachskillen, wie Vitalität und Stamina und so weiter. Aber mir fetzt das irgendwie. Ist das was, wenn ich den Hintern schieße? Wow! Nice, Leute! Das rockt richtig! Ich meine, selbst mit diesem Schwert braucht man da irgendwie 4-5 Schläge oder 6 Schläge für die. Fett! Das gefällt mir. Ja, da bauen will ich den eigentlich gar nicht. Wir brauchen jetzt unsere Gewichte für Pflanzenfasern. Ich will doch so einen Teppich machen. Ja, komm, wir laufen einfach durch und sammeln. Wir besorgen uns jetzt gleich ein paar Männchen. Mal sehen, wie viel Pfeile ich für die Männchen dann brauche. Beziehungsweise, ich mach mal eben meine Wasserflasche wieder voll. So, hätten wir. Brauche ich noch Pflanzenfasern? Ein Teppich kann ich schon mal machen. Okay, cool. Ich sammle gleich mal noch ein paar mehr Pflanzenfasern. Ja, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Ein Schuss! Ah, sehr gut, Leute. Nice, damit können wir dann jetzt richtig gut leveln. Dann können wir dann mal in die Wüste gehen und massenhaft mich hin und so weiter killen und schön hochleveln, ne? Weiter XP farmen. Hatte ich übrigens auch extra so eingestellt. Das habe ich bei Arkta noch immer so gemacht, weil ich das cooler fand, dass...
Kill-XP, also dann wird hier separiert, man kann einstellen XP, was man beim Craften macht, XP, was man so kontinuierlich bekommt, XP, was man beim Killen von NPCs bekommt und so weiter. Und da habe ich die Kill-XP, habe ich glaube ich verdoppelt oder so, zu den Standardeinstellungen. Einfach weil ich es cool finde, so, wenn man fürs Töten von Gegnern ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bekommt. Und das macht, ich finde das so cooler, mir macht das so Spaß. Ist halt so ein bisschen mehr dann wie auch in einem MMO oder in einem Action-RPG, ich weiß es nicht. Ich finde es cool. So, wir müssen jetzt eigentlich einige Teppiche machen können. 6 Stück, alles klar. Wird dann alles zugekleistert. Ja, wir gucken einfach mal. So guten Menschen wollten wir uns besorgen. Also gleich wieder dunkel, ne? Das ist nicht so günstig. Ah, das ist gut! Das ist richtig gut, Leute. Problem ist, die Menschen zu treffen wird deutlich schwieriger. Warte mal, ich habe hier recht mal was gehört. Hey! Ich sehe den nicht mehr. Ist er tot? Yo! Ich hab den übelst gespalten mit meinem Pfeil. So gut. Wie viel sind da? Ist jetzt nur noch einer? Bei dem würde ich dann umknüppeln jetzt. Was sind da noch 2? Gleich mich mal an hier eben. Gar nicht behutsam. Scheiße, ich kann damit nicht ausholen. Okay, los. Hallo. Hallo. Jo, du hast so schön lange Haare. Das ist genau mein Beuteschema hier. So. So, Moment. Jetzt muss ich das Seil ausrüsten. So hier. Und jetzt eh. Okay, wir haben ihn. Du lebst noch, ne? Ja. Kushide Exile. Oder Kushide Exile. Fighter. Na, komm mal mit. Komm mal mit nach Hause. Komm mal mit nach Hause. Ah, cool, man kann sogar währenddessen weiter Sachen einsammeln. Super. Du hängst noch dran, ne? Ja, du hängst noch dran. Wunderbar. Müssen wir mal gucken, ne? Also da scheint es wirklich verschiedene Kategorien zu geben. So Fighter-Kategorie, dann wie gesagt, auch, dass Leute für einen craften. Es ist auf jeden Fall auch geplant, dass irgendwann die Sklaven für eine Ressourcenfarm und auf die Jagd gehen und so. Das ist so, glaube ich, jetzt aber noch nicht drin, ne? Wir haben auch schon wieder ein halbes Level. Aber wie gesagt, ich würde dann wahrscheinlich einfach mal in die Wüste machen. Vielleicht hole ich gleich noch ein bisschen Eisen oder so. Und dann killen wir gleich mal noch ordentlich Hyänen und Spinnen und alles. Ja, wenn ich jetzt meinen Bogen ausrüste, dann habe ich den, glaube ich, nicht mehr dabei. Ich sollte dem Kampf jetzt erstmal aus dem Weg gehen. Stamina recken. Ah, es ist gut. So, okay. Öffnen. Interagieren. Kein Platz mehr in Werkstatt. Hier ist schon einer drinne, so wie es aussieht. Also, ne? Hier ist auch schon einer drinne. So, hier ist irgendwie schon was drinne. Ich habe mir das halt noch nicht ganz genau angeschaut. Was ist, wenn ich das jetzt benutze? Weiß es nicht. Hä? Achso! Man kann den jetzt einfach hier irgendwo hinstellen, oder was? Keine Ahnung, was jetzt passiert ist gerade. Kushide Exile. So, ich glaube, der braucht was zu essen. Ich muss ja was zu essen reinhauen. Ein. Okay, ich weiß es nicht. Das müsste jetzt meiner sein hier. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem anderen passiert ist. Ach, das ist... Okay, also das hier ist meiner. Der sitzt hier drin. Ich habe jetzt was zu essen reingehauen. Müssen wir jetzt mal gucken. Hier, Essen. Sklave. Nahkämpfer ist das. Jo. Und da ist jetzt eine Warteschlange drin. Und hier ist der Balken. Das ist wie beim Craften. Das muss jetzt voll werden, der Balken. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass hier genügend Essen drin ist, wahrscheinlich. So, aber ich trage halt jetzt die hier noch mit mir rum. Das verstehe ich nicht so genau. Müssen wir einfach mal gucken, was jetzt passiert. Wie lange das dauert oder so. Mich mal einfach mal schauen. Wollen wir den Pool vom Bugs noch ein bisschen verschönern?
Das würde halt schon gut aussehen, ne? Hier, guck mal, vom Eingang. So ein Teppich. Gerade bei so einem Pool macht das doch übel Sinn eigentlich. So. Ne? Damit es nicht nass wird in der Hütte. Wollen wir auch noch Teppiche hinsetzen? Ja, das wird dann vielleicht zu viel des Guten. Auch wenn es draußen ist, aber egal, was soll's. Es ist, es ist warm. Das passiert dann nichts. Regnet doch fast nie. So, hätte ich gerne bei mir drinnen noch einen Teppich. Bei mir mache ich vielleicht sogar zwei rein. Ja, machen wir so ein bisschen mittig in den Raum rein. So. Sieht doch schick aus, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir. Gerade wenn man die so ein bisschen als Gang macht oder so, könnte das übelst gut aussehen. Ja, wenn man, ich kann das immer eben hier ausprobieren. Dass das so aussieht, als wäre das einer vielleicht. So. Jo, das sieht aus wie einer, nice. So. Ah, cool, Leute. Richtig cool. Ja, mir fetzt das. Ja, man weiß, vielleicht bauen wir das ja irgendwann nochmal zu. Man weiß es ja nicht. Ansonsten ist es einfach nur ein sehr edler Fußweg. So, hätten wir. Ich hau mal bei Lutz noch einen rein. Da freut er sich bestimmt. Hier hat er sein Bett. Ja, hier machen wir so fürs Bett. Ah, guck mal, da kommt er gerade online, so wie es aussieht. Oder? So. Teppich. Bin der Teppichleger. Lalalala. Ich hatte trotzdem derbe Bock hier, von hier oben angesetzt, eine Brücke rüberzubauen. Das würde halt auch gut was bringen. Also, das hätte einen Nutzen. Man wäre schneller über dem Wasser. So, okay. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Eisenpfeile. Und würde jetzt dann einfach ein bisschen XP farmen gehen. Da hatte ich derbe Bock drauf, Leute. Und ich werde wahrscheinlich gleich noch ein bisschen Eisen holen. Muss mal gucken, ob ich jetzt allein lustig oder noch jemand mitkommt. Aber ich habe auch kein Problem, mal alleine loszuziehen. Mal sehen, ob ich die Stelle wiederfinde von alleine. Kann man noch ein paar Spinnen killen und so. Brauchen wir sowieso für Seide und alles. Oder wir gucken mal in die Höhle, aber das sollte ich wahrscheinlich auch nicht alleine machen. So gut, konzentrieren, wir brauchen Pfeile. Ah, das sieht richtig gut aus, Leute. Das sieht wirklich richtig gut aus. Nice. Also es hat schon wirklich Atmosphäre, kann man sagen, was man will. So, Eisenpfeile. Wir brauchen Äste. Was ist das denn hier? Ah, das ist eine Raube. So groß sind die. Fettraube, die sind ja riesig, die Teile. Krass. Okay, ich muss mal hier auf die andere Strandseite. Kann ja mal irgendwo ein Krokodil sein. Ich habe übelst Bock, den Bogen noch ein bisschen rumzuspielen damit. Hier sind Äste. Können natürlich mal rüber machen. Da hinten war so ein Menschenlager gewesen. Da kann man noch ein bisschen mit dem Bogen rumspielen. Während wir jetzt Äste einsammeln. Damit ich noch mehr Pfeile machen kann. Obwohl ich jetzt gerade wieder welche raushauen werde, aber egal. Aber wichtig ist vor allem, dass wir da mal Eisen holen gehen. Und ich muss auf meine Stamina achten, ich weiß. Guck mal da vorne, da ist ein übelst großes Menschenlager. Ah, das sind auf jeden Fall einige. Ich glaube, da waren noch Bogenschützen gewesen, ich weiß es nicht so genau. Ja, da sind Bogenschützen. Okay, da muss man ein bisschen strafen. Bleib einfach hinter dem Stein. Hallo, stoppst du mal? Okay, hätten wir. Also es geht wirklich ziemlich schnell und ist auch ziemlich safe, ey. Also ich feiere das gerade. Jetzt müssen wir irgendwie den Bogenschützendaum bekommen. Müsste ich ja eigentlich blocken können, den Fall. Insofern er trifft. Sind das nur zwei hier? Ne, da hinten ist auch noch einer. Also vier Pfeile, glaube ich, muss ich raushauen.
Ah, das ist nicht. Ach du Scheiße. Okay, habe ich schon zweimal erwischt. Auf jeden Fall ein gutes Training. Aufpassen. Hi, hu, ha, ha, hi, ha, hu. Na, 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 na. Jetzt wird es wieder dunkel. Jetzt sind die Lags ein bisschen nervig. Wie gesagt. Treffe ich den da überhaupt, wenn er das macht? Alter. Oh. Kann gar nicht sagen, ob ich die treffe. Ja, das Laufen mit dem Bogen, ey, das stirbt nicht immer noch so. Kleines bisschen. Sieht scheiße aus. Okay, ich kämpfe jetzt mal so weiter. Ich habe keinen Stamina mehr, sehe ich gerade. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Hier. Da haben wir davor definitiv schon einiges abgezogen. Öffnen. Oh, die Pflanzen waren so nehmen wir mit. Ah, den Typen habe ich auch gekillt. Nice. Aber wenn sie an mir gingen, könnten die ruhig öfters mal irgendwas Cooles dabei haben. Ich hätte euch dagegen, wenn die mal ein Item fallen lassen würden oder so. Wisst ihr, das wäre stylisch. Das würde mir gefallen. Und mal so ein Rüstungsteil, was man vielleicht gebrauchen kann oder so. Oder auch mal einen Bogen, ich weiß es nicht. Kann sie sagen. Ja, du? Ja, musst schon dein Schild hochhalten. Die haben die übelst coole Maske, ey. Na, hol zu. Er hat auch eine übelst geile Waffe in der Hand. Das ist halt cool, wisst ihr, wenn man dann auch mal die Waffe looten könnte und so. Das würde ich feiern. Aber ist leider nicht so. Ach du Scheiße, respawn da schnell. Ja, den Respawn, da sind wir auch nochmal rumexperimentieren. Müssen wir auch nochmal umstellen. Ich glaube, dass der NPC-Respawn ist zu hoch eingestellt. Das ist voll das Riesenlager, Alter. Es geht. Ja, die Rüstung hält einiges ab, ne, die wir anhaben. Wir machen nicht mehr so viel Schaden. Ich muss jetzt aufpassen. Gerade bei dem Respawn sterbe ich hier wahrscheinlich gleich. Aber ich mach noch die XP-Balken vor, Leute. So, Level ab. Hallo, ich stirb. Also die KI, die ist echt großartig. Unsere Stamina-Ring. Guck mal, der Typ daneben, der sitzt einfach noch rum. Oh, der hat sein eigenes Zelt weggeschossen. Findest du? Ja, ich sterbe jetzt gleich, wenn ich nicht aufpasse, ne? Okay, ich muss weg, weil das Problem ist, der Respawn ist einfach zu hoch eingestellt. Wir sind da schon am Rumexperimentieren, ob man den Wert nach unten oder hochstellen muss und ob damit der Respawn hoch oder runter geht. So, das ist immer ein bisschen verdreht und so und da testen wir gerade. Und wahrscheinlich, so wie es jetzt eingestellt ist, ist er zu hoch, der NPC-Respawn. Was scheiße ist, wenn die jetzt denn wieder da sind. Es wäre schon angenehmer, wenn die erst nach 5 Minuten oder so wieder da wären. So, aber hey, wir haben ein Level voll gemacht und schon wieder, weiß ich nicht, so einen Sechstel Erfahrungspunkte für ein Level voll gemacht. So, also kann man wunderbar grinden auf jeden Fall, ne? Da kann man wunderbar XP machen. Vielleicht mache ich das dann einfach mal ganz stumpf. Muss ich mal schauen. 6 Punkte haben wir bekommen. Nice. Wow! Spürst du? Eine Munition. Oh, ich habe alle Pfeile rausgehauen. Scheiße. Ja, ich hatte 50 Stück oder so, aber wir haben ja einiges damit gekillt auf jeden Fall. Kann man sich ja nicht beschweren. Ja, die bringen echt gut XP, die Menschen. Kann man sich nicht beschweren. Wollen wir noch was für die Gruppengemeinschaft machen? So einen Brunnen fände ich ja super stylisch. Ich meine, wir haben zwar übelst Wasser in der Nähe. Also der Sinn, über den Sinn könnte man streiten. Das ist halt schon wirklich richtig geschlossen, der Spaß hier. Gefällt mir. Am Brunnen wäre schon ganz geil hier, muss ich sagen. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass der Spaß 6 Punkte kostet, dieser Brunnen. Und wir halt hier unmittelbar Wasser haben und so, ne? Aber das heißt natürlich, mit dem Brunnen kannst du dann bauen, wo du willst. Das heißt auch mitten in der Wüste und du solltest in der Lage sein, am Wasser zu kommen, was natürlich großartig ist. Das sind ja alles auch Überlegungen, die man jetzt schon anstellen sollte, dann, wenn man doch mal eine PvP-Staffel machen sollte. Das heißt, man kann auch eine Wüste bauen, wo kein Wasser in der Nähe ist. Dann später zumindest, ab Midgame. Aber was wollen wir denn sonst mal holen hier, hä? Holzbank.
Schalten wir mal frei. Komm, wir machen mal so ein bisschen Schnickschnack. Große Truhe. Kann ich nicht mehr holen. Wandteppich. Komm, den holen wir auch mal. Holzstuhl, das hat Bugs schon geholt. Palisade. Lederteppich. Macht sich auch gut. Schulmacher, Lagerfeuer, Töpferei. Gefirmter Tonkrug. Diese Fackel, die man an Wände ransetzt. So, jetzt haben wir noch 2 Punkte. Jetzt können wir noch Banner holen. Da weiß ich aber nicht, was für. Wollen wir uns ein stügiges Banner holen? Natürlich hätte ich auch Bock drauf. Standfackel würde ich auch mal noch. So, und Spieß. Müssen wir noch ein paar Schädel dann finden. So, jetzt haben wir ganz viel Zeug geholt, um hier zu dekorieren. Müssen wir mal gucken. Ach du Scheiße, 25 Leder. Und hier einen hin. So, okay, da brauchen wir halt noch Schädel dafür. So, dann haben wir die Bank. Wollen wir die beim Pool hinsetzen? So, zum Chillen und so weiter. Können wir da hier hinsetzen, das sieht eigentlich ganz cool aus. So. Oh nein, das geht hier ins Wasser, nach unten. Habe ich nicht gesehen. Scheiße. Ja, das sieht natürlich behindert aus, gerade wie die Beine da baumeln und alles. Das war jetzt nicht meine Absicht gewesen. Ach Mann. Okay, und ich kann nicht mehr aufstehen? Aber ich kann wieder aufstehen, okay, alles klar. Ah, die muss ich wieder zerlegen. Da kriege ich Ärger, wenn ich die so lasse. Wir haben leider, ja gut, dann muss ich dann nochmal geformtes Holz herstellen. So, gut, dann haben wir diesen Wandteppich. Alter, der ist ja riesengroß. Der kommt auf jeden Fall an unsere Hütte ran hier. Irgendwie an die Mitte oder so. Aber wisst ihr was, wenn das gerade dunkel ist? Lass doch mal die Teile hier setzen. Irgendwie sind die ganz schön klein. Ich hätte mir die irgendwie ein bisschen größer vorgestellt. So. Machen wir es mal hier hin, was soll's. Okay. So, ich muss mal eben was trinken. Würde ich irgendwie so dazwischen setzen hier. Was soll's. Wie gesagt, es regnet sowieso nie. Irgendwie so zwischen die Fenster. So. Okay. Ach, so scheiße sieht das doch gar nicht aus. Das ist ja wirklich auch gerade erstmal viel rumprobieren und so. Viel rumtesten. Ja, ich gehe mal noch ein bisschen Geschwindigkeit und dann wollte ich auch noch ein bisschen Ausdauer. Warum mal? Das machen wir erstmal auf 10, dann Vitalität auf 10 und dann muss ich mal gucken, wahrscheinlich Präzision dabei das Skill. Ich will unbedingt mit dem Bogen noch mehr Damage machen, weil ich das cool finde. So, gut. Mal den Sack wieder auffüllen. Nie vergessen, Sack auffüllen. Vielleicht noch was trinken. Und ich habe jetzt noch ein paar Bänke hergestellt. Ich werde wahrscheinlich gleich ein bisschen Öl sage ich schon, Eisenfarben gehen. Nebenbei. Hier sind nur meine Bänke. Na guck mal, wenn das Lagerfeuer an ist, dann ist das ja relativ hell. Das sieht gut aus dann. Können wir auch hier so hinsetzen. Macht sich das eigentlich auch ganz gut, so eine Bank. Gerne hin. Na, kann man so ein bisschen so ans Feuer setzen, das ist doch eigentlich okay. Machen wir hier noch eine hin. Jo. Alles klar. Ihr dürft euch ja nicht draufsetzen. Ah, das ist so übel. So, okay. Ich muss jetzt noch ein paar Pfeile machen. Dafür brauche ich eine Äste. Oh nein! Wie dumm sind die Bänke denn bitte gesetzt? Oh, ich mach's. Wie man's macht, macht man's falsch, ey. Das kann ich ja nicht wissen, dass das falsch rum ist. Lass mich raten. Ah, es war doch so klar gewesen. Okay, warte mal, wenn ich die zerlege, wie viel bekomme ich denn dann wieder? Ich muss die immer andersrum machen, ey. Ich krieg ein geformtes Holz noch wieder. Ach, dann scheiß jetzt drauf hier. Also lasse ich das nicht. Ist doch doof.
So, geformtes Holz hier rein. Ich habe mal übrigens mein Inventar ein bisschen aufgeräumt. Gerade wenn wir jetzt Eisen holen gehen und so. Macht das durchaus Sinn. So, ich mache mal noch ein paar Pfeile. Und dann ziehen wir los und holen Eisen. Haben wir jetzt einiges verbraucht und so. Aber wisst ihr, was mich schon wieder so ein bisschen nervt? Ich wette, dass hier ist Lans Hütte. Und Lans Hütte ist höher als meine Hütte. Weil ich mal sagen muss, dass die echt cool aussieht, so. Weil über das Dach hier kann man sich streiten, ne? Dass das als Aufgang ist, so. Es ist genauso hoch wie meine Hütte. Wahrscheinlich muss ich da noch ein paar Etagen draufsetzen, so. Mann. Ja, aber es ist meine Hütte. Es ist ja an sich ein Gemeinschaftshaus. Ich habe ja da mehrere Zimmer und so. Mit jeweils einem Bett drin und so weiter. Aber, ja. Auf jeden Fall finde ich es geil, weil man hat ja wirklich so architektonisch geile Möglichkeiten, ne? Weil das sieht halt auch cool aus irgendwie. So, Leute, ich habe noch ein bisschen Holz gesammelt. Ich mache mal noch ein paar Holzplanken. Und dann gehe ich, warte mal, ich mache erstmal noch ein paar Pfeile. Ja. Und dann hätte ich gerne Holzplanken. Dann machen wir einfach 49. Dann können wir ganz viele Bänke dann später machen, wenn wir nach Hause kommen.